Heute Morgen gegen 9 Uhr ist es soweit. Das Landgericht Frankenthal fällt das Urteil über drei ehemalige Altenpfleger. Die zwei Männer und ihre 27-jährige Pflegeleiterin haben nach Ansicht des Gerichts gemeinsam zwei Senioren ermordet. In einem weiteren Fall blieb es beim Mordversuch. Alle drei Angeklagten wurden wegen Mordes verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Es wurde auch die sogenannte besondere Schwere der Schuld festgestellt. Jeder, der heute im Sitzungssaal war, hat es gespürt. Man hat heute in menschliche Abgründe geblickt. Rückblick. Seit September 2017 stehen die drei ehemaligen Pflegekräfte dieses Lambrechter Seniorenheims vor Gericht. Hinter diesen Mauern sollen sie gemeinsam eine 85 Jahre alte Heimbewohnerin ermordet haben, mit einer erhöhten Insulindosis in einer Spritze. Zwei von ihnen sollen so außerdem eine 62-jährige Frau auf gleiche Weise ermordet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Mord aus niederen Beweggründen vor. Dies beruht nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zum einen darauf, dass sie, wie gesagt, bei den Tötungshandlungen aus Langeweile an ihrer Arbeit gehandelt haben sollen. Zum anderen soll es so gewesen sein, um den Duktus der Anklageverfasserin zu übernehmen, dass sie sich bei der Tat als Herrin über Leben und Tod der zum Teil schwerkranken und dementen Patienten aufgespielt haben sollen. Der erste Mord sei Ende 2015 über Handychat geplant worden, angeregt von der Pflegeleiterin. Als das verabreichte Insulin nicht schnell genug zum Tod der wehrlosen Frau führte, habe der Angeklagte seine Kollegin kontaktiert. Die habe zum Ersticken geraten, das hätte er dann umgesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht daher von gemeinschaftlich begangenem Mord aus. Sie haben nach der ersten Tat diese gewissermaßen gemeinsam gefeiert, gesagt, es klebt nun Blut an unseren Händen und wir sind jetzt besonders miteinander verbunden. Laut Anklage mordeten die drei dann weiter. Ein Mordversuch mit Spritzen sei misslungen, eine 89-Jährige überlebte. Vor Schichtwechseln sollen sie Abführmittel verabreicht haben, um Durchfall auszulösen. Auch seien sie gegenüber den Bewohnern gewalttätig geworden und es habe schweren sexuellen Missbrauch gegeben mit Gegenständen. Alles laut Staatsanwaltschaft über Handy dokumentiert und geteilt. Das Urteil ist hieb- und stichfest. Selbst einer der Verteidiger sieht es als schwierig an, in einer möglichen Revision erfolgreich zu sein. Ich habe die mündliche Urteilsbegründung, soweit sie bisher vorliegt, zur Kenntnis genommen. Und ich muss sagen, das ist sehr ausgeglichen, sehr überlegt. Und von daher wird es sehr schwer werden, die Revision zu begründen. Weil das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, werden die Verurteilten frühestens nach 15 Jahren das Gefängnis wieder verlassen dürfen.